Guten Tag, mein Name ist Steffen Hohl. Ich würde Ihnen heute gerne einen Fall vorstellen mit dem neuen ICX Magellan-System. Es sollen bei einer 65-jährigen Patientin Implantate minimalinvasiv inseriert werden. Das Ganze wurde dreidimensional vorab geplant. Bei der Patientin gibt es eine Besonderheit. Wir haben hier das Modell der Situation. Die Patientin besitzt bereits drei Implantate im Oberkiefer und der Alveolarfortsatz ist ansonsten unbezahnt. Das primäre Ziel ist es, hier transgingival auf minimalinvasive Art und Weise Implantate zu inserieren durch ein implantatgetragenes Guide. Und direkt im Anschluss die Patientin wieder mit ihrer teleskopierenden Totalprothese zu versorgen. Wir können jetzt gleich gemeinsam mal einen Blick auf die Planungssituation werfen. Gut, wir haben hier die dreidimensionale Röntgenansicht der Planungssituation. Sie sehen schemenhaft im Oberkiefer die schon vorhandenen Implantate mit ihren teleskopierenden Versorgungen. In grün die Implantatkörper dargestellt, ICX-Implantate mit fiktiven Aufbauten und in grün die Implantatachsen markiert. Von der dreidimensionalen Ansicht betrachten wir uns jetzt den linken Oberkiefer in der Panoramadarstellung. Wir können uns hier das Implantat markieren und ab jetzt die Position verändern. Gleichzeitig zu der Veränderung in der Panoramaansicht geschieht eine Veränderung der Ansicht im dreidimensionalen Bild. Und so werden jeweils nach Implantatpositionierung in der Planungssoftware die genauen Positionen und Angulationen und Dimensionen des späteren Implantats geplant. Wir haben es hier mit einem ICX-Implantat 3,75 mm im Durchmesser und 10 mm Länge zu tun. Das Ganze lässt sich hier auch in der Planung leicht verändern. Wenn wir hier dem Sinus maxillaris schon zu dicht kommen und einen Sinuslift, wie auch immer geartet, vermeiden wollen, dann wählen wir hier ein etwas kürzeres Implantat, zum Beispiel 8 mm Länge, klicken auf OK. Und schon steht uns hier in der Planung ein 8 mm langes Implantat zur Verfügung. Für die Operation bedeutet dies nun, dass wir relativ kurzfristig einen Safety Guide bestellen können. Wenn wir jetzt hier die Planungssituation verlassen, wir wollen das Ganze speichern, dann können wir jetzt aus dieser Planungssituation bereits in die Bestellung wechseln. Wir können hier unten die Daten komprimieren bzw. heraufladen. Wir müssen hier nur den Vertragsbestimmungen zustimmen, das Ganze nochmal abspeichern und dann muss das Ganze hochgeladen werden. Wir haben jetzt hier eine Patientin. Im Oberkiefer ist sie bereits mit drei Implantaten versorgt. Das Ganze soll jetzt um insgesamt 5 Implantate erweitert werden, damit abschließend ein festsitzender Zahnersatz gestaltet werden kann. Die Umsetzung der Planung erfolgte mit der ICX Magellan Software und Sie sehen jetzt hier ein implantatgestütztes ICX Magellan Guide. Das ist praktisch implantatgestützt auf den vorhandenen Implantaten bzw. Schleimhaut getragen in den jeweiligen Implantatbereichen. So, geplant sind Implantate 3,75 im Durchmesser und 10 bzw. 8 mm in der Länge. Verwendung findet hier das ICX Safety Guide System. Starten können wir hier mit einer Schleimhautstanze. Das Ganze muss nicht mit Wasserkühlung geschehen. Genau, gerade die distalen Bereiche sind jetzt schwer darzustellen. Aber der Effekt der Schleimhautstanzung wird sich gleich besser erschließen, wenn wir das Guide nochmal entfernen. Und jetzt als nächstes die einzelnen Schleimhautpartien entfernen. Das ist ein wunderbares Instrument, das dazu führt, dass wir hier transgingival und minimal invasiv implantieren können. Ich empfehle eine 12C-Klinge, um die Stanzbiopsate zu entfernen. Man kann jetzt zunächst sowas auch mal beiseite legen, möglichst auf ein steriles Tuch, um es gegebenenfalls nach Erfolg der Implantation
zurückzusetzen und gegebenenfalls auch mit einem Cyanoacrylat oder Histoaminkleber wieder zu befestigen. Demzufolge entfernen wir jetzt an allen geplanten Implantatstellen die Schleimhautschranken. Wie man vielleicht gut erkennen kann, ist gerade in einem unbezahnten Teilkiefer es sehr schwierig, sich zu orientieren. Ich würde fast behaupten, dass dies eine absolute sichere Indikation ist zur Navigation, zum navigatorischen Vorgehen. Alles, was über eine Schaltlücke hinausgeht, kann schon gewisse Schwierigkeiten bergen. Und so ein Navigationssystem gewährleistet in erster Linie eine planerische und eine operative Sicherheit. So, wir setzen jetzt wieder das Guide ein. Auch der hier gewonnene Knochen kann zunächst asserviert werden. Wir versuchen hier möglichst drucklos vorzugehen, im Zweifelsfall in kleinen Hubbewegungen zu arbeiten. Die Patientin hat eine sehr, sehr, sehr geringe Mundöffnung, ist im Unterkiefer oder im Nebenkiefer noch voll bezahnt. Was hier ein Vorgehen mittels Schablone eigentlich auch nur möglich macht, sind die mittlerweile sehr, sehr flachen Hülsendesigns, sodass durch das Einsetzen einer Bohrschablone, so wie hier gezeigt, nur wenige Millimeter Raumbedarf entstehen, in dem Fall 2 mm im distalen Bereich. Und das Ganze erfährt eine extrem gute Führung durch die konfektionierten Stoppbohrer im ICX Magellan-System oder dem sogenannten Safety Guide-System. Sie können im Prinzip die ganze Zeit arbeiten und das ICX-Guide in situ belassen. Allerdings würde ich jetzt gerade in so einer Situation wie der vorliegenden auch immer zwischendrin mal, wie hier im sichtbaren Bereich, auch das Vorliegen einer Mund-Antrum-Verbindung prüfen. Aber das scheint hier soweit alles sicher zu sein. Wir werden gleich auch noch durch das Guide geführt interne Sinuslifts präparieren mit der sogenannten Osteotom-Technik. Ich empfehle auch immer noch, die vorhandenen Bohrkanäle intermittierend und zwischenzeitlich mit Spülflüssigkeit zu spülen, damit sich dort keine Bohrspäne festsetzen, die die spätere Implantatplatzierung fehllaufen lassen. Im vorhandenen Fall war auch die relativ geringe Mundöffnungskapazität eine Indikation, um in Vollnarkose vorzugehen. Wir wissen bereits aus der 3D-Diagnostik und aus der Planungssoftware, dass hier mittels Osteotomtechnik Sinuslift praktiziert werden müssen. Und zwar haben wir uns hier für ein internes Vorgehen entschieden, weil wir ja wissen, in welchem Bereich, in welcher Höhe bzw. Tiefe der Sinusboden angehoben werden muss oder kann. So, das funktioniert hier sehr gut, weil wir durch das Guide auch eine gewisse Führung haben. Man im Prinzip nur mit einer gewissen Tiefenkontrolle hier vorgehen. Aber es gibt hier zu keinem Zeitpunkt irgendeine Mund-Antrum-Verbindung. Sie sehen das vielleicht beim Sondieren, soweit alles fest. Dann fangen wir an mit 3,7 von 10. Wir werden jetzt die Implantate einbringen. Wir können das durch das vorhandene Guide machen, müssen wir aber nicht. Es ist natürlich so, dass hier die freie Sicht teilweise auch von Vorteil sein kann. Wir haben ja die genaue Positionierung und Achse des Implantates durch das Guide gesichert bzw. präoperativ geplant und festgelegt. Und jetzt können wir hier noch minimalste, feinste Tiefenadjustierungen durchführen. Was ich immer dringend empfehle, ist beim Setzen auch von seriellen oder multiplen Versorgungen immer sofort
eine Verschlussschraube in den Implantatkörper einbringen, hier nochmal händisches Überprüfen der primären Stabilität des Implantatkörpers. Aber das hat natürlich auch mit hygienischen Aspekten zu tun. Wir wollen nicht, dass irgendwelche organischen Bestandteile noch in den Implantatkörper eindringen. So, hier zeigt sich auch schon aufgrund der Planungssituation, dass das mit einer ausreichenden Knochenqualität zu tun haben. Man würde sagen, aufgrund des Eindringgefühls und der präoperativen Diagnostik handelt es sich hier um D2 bis D3 Knochen. Also durchaus das, was altersentsprechend bei der Patientin im Normfall vorhanden sein kann. So, wir haben ja bereits auch beim Bohren nach dem internen Sinuslift, nach dem Osteotonieren hier auf das Vorliegen von Mund-Anpumpverbindungen überprüft. Das Ganze werden wir später auch nochmal in einer postoperativen 3D-Diagnostik genau beurteilen können. Hier haben wir natürlich nochmal den Trick, dass wir hier auf ein verkürztes Eindringinstrument zurückgreifen können, sodass wir auch in sehr beengten Situationen gut arbeiten können. Sie werden sich vielleicht gedacht haben, wir haben nicht umsonst die Stammdiopsade aufgehoben. Die setzen wir wieder zurück als freie Schleimhauttransplantate. Die nächsten 24 Stunden wird die Patientin angewiesen, die Prothese in situ zu belassen. Nicht mehr zu entfernen. Das Ganze kann jetzt noch mit verschiedenen Klebemitteln befestigt werden und das ist unser postoperativer Situs. Aber ich denke für die Patientin ein sehr schönes Ergebnis. Schon jetzt sichtbar, dass wir hier eine hervorragende Versorgung machen können im Anschluss bzw. dass hier keinerlei Komplikationen im Rahmen der Wundheilung zu erwarten sind. So, und eben auch nur in den Wundbereichen, wenn wir jetzt mit dem provisorischen Unterfütterungsmaterial CareFit arbeiten, um da die Transplantate zu stabilisieren. So, ich denke auch insgesamt hat das Vorgehen mittels Safety Guide nicht nur Sicherheit gebracht und Präzision, sondern vielleicht wird es Ihrem subjektiven Empfinden auch entsprechen, so wie es meinem entspricht, es hat auch Zeit gebracht. Man kann sehr zielgerichtet und schnell vorgehen, was auch wieder einem hohen Patientenkomfort Rechnung trägt. So, die nächsten 24 Stunden empfehlen wir der Patientin, die Prothese nicht zu entfernen. In der Zeit wird schon die primäre Wundheilung dafür sorgen, dass die freien Bindegewebs-Retransplantate, könnte man sie ja nennen, bindegewebig eingeheilt sind. Und wenn hinterher die Attached Gingiva lediglich mit einer weichen Zahnbürste vorsichtig abgewischt wird, wir empfehlen für 48 Stunden auch als Mundspülmittel Chlorhexidin-Dicluconat. Aber dies als reine Präventionsmaßnahme.